Die Gestaltung Ihrer Wohnräume ist eine sehr individuelle Aufgabe. Sie haben sich für Parador Vinyl mit HDF-Trägerplatte entschieden. Für die einfache Verlegung benötigen Sie das richtige Werkzeug. Wir zeigen Ihnen, wie es geht. Nehmen Sie sich dafür 5 Minuten Zeit. Ihr neuer Bodenbelag muss sich zunächst dem Raumklima anpassen. Lagern Sie dort die ungeöffneten Pakete mindestens 48 Stunden bei über 17 Grad Celsius. Bereiten Sie die Verlegung gut vor und beachten Sie die beigelegte Produktinformation. Der Untergrund muss trocken, fest und eben sein. Lose PVC-Beläge oder Teppich bitte entfernen. Für mineralische Untergründe ist eine Feuchtigkeitsbremse erforderlich. Parador Vinyl mit HDF-Trägerplatte benötigt keinen zusätzlichen Unterboden. Mit der integrierten Kork-Rückseite gleichen Sie kleinere Unebenheiten aus und sorgen für zusätzlichen Trittschallschutz. Verlegen Sie die Dielen parallel zum Lichteinfall und beginnen Sie möglichst an der Lichtquelle. Messen Sie die Raumbreite und vermitteln Sie die erste und letzte Diele. Dafür wird schon die erste Dielenreihe angepasst. So erhalten Sie ein ansprechendes Raumbild. Sie können sowohl eine Stichsäge als auch eine Hand- oder Tischkreissäge verwenden. Die ersten Dielen werden zusammengelegt. Richten Sie dann die erste Reihe genau zur Wand aus. Verwenden Sie dazu am besten unsere Rastkeile, mit denen Sie auch kleine Unebenheiten der Wand leicht ausgleichen können. Die letzte Diele der Reihe wird jeweils gemessen und das Maß auf der ganzen Diele angezeichnet. Oder Sie drehen die noch ganze Diele und übertragen so das richtige Maß. Achtung! Auch hier die Dehnungsfuge beachten. Die Kopfseiten einfach anlegen und zusammenschieben. Je nach Raumklima dehnt sich Ihr neuer Boden aus oder zieht sich zusammen. Ringsum ist deshalb eine Dehnungsfuge wichtig. Faustregel: 2 mm je Meter Raumbreite. Das abgeschnittene Stück verwenden Sie direkt wieder am Anfang der nächsten Reihe. Für dauerhafte Festigkeit und ein optisch schönes Gesamtbild sollte der Fugenversatz mindestens 40 cm betragen. Die Verlegung mit dem SafeLock Pro-Klicksystem und dem Multitool ist ganz einfach. Multitool unterlegen, Kopf- und Längsseite an der Markierung ansetzen, zusammenschieben und ablegen. Achten Sie darauf, dass die Fugen richtig verschlossen sind. Wenn nötig, mit dem Multitool noch einmal nachschlagen. Wir nennen das den Setzschlag. Tipp für die weitere Verlegung: Für ein harmonisches Gesamtbild mischen Sie die Dielen aus mehreren Paketen. Die Arbeitsschritte wiederholen sich über die gesamte Fläche. Mit etwas Routine lassen sich die Dielen auch ohne Multitool verlegen. Die letzte Dielenreihe wird wieder gemessen und entsprechend angepasst. Auch hier die Dehnungsfuge beachten. Fertig! Durch den Boden verlaufende Heizungsrohre übertragen Sie zunächst auf die Diele. Bohren Sie 10 mm größer und sägen schräg zur Wand aus. Den Ausschnitt mit etwas Leim wieder einsetzen. Abschließend können Sie eine Rohrabdeckung verwenden. Wo nötig, kürzen Sie auch Türzargen ganz einfach. Für die richtige Höhe verwenden Sie ein Reststück als Unterlage und eine scharfe Säge. Hier können Sie die Diele nicht wie gewohnt anheben und entfernen deshalb den Rastnocken. Die Diele unter die Zarge schieben. Auch hier etwas Leim. Passt. In Türübergängen ist auch eine Bewegungsfuge notwendig. Zur Abdeckung montieren Sie entsprechende Profile. Noch einmal kurz zusammengefasst:
2 Tage für die Akklimatisierung einplanen? Wenn nötig, die Feuchtigkeitsbremse verlegen? Werkzeuge und Hilfsmittel vorbereiten? Schritt für Schritt nach Verlegeanleitung arbeiten. Passende Sockelleisten finden Sie ebenfalls im Parador-Sortiment. Die Montage ist ganz einfach. Entfernen Sie zuerst die Abstandskeile. Mit der beigefügten Bohrschablone alle 40 bis 50 cm einen Clip anbringen und die Sockelleiste von oben aufschieben. Perfekt! So, alles fertig. Ihr neuer Vinylboden kann sofort genutzt werden.